Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptografie. Heute schauen wir uns an, was bei schlechten Zufallszahlen passiert, wenn wir dieses Schnorr-Signaturverfahren hier benutzen. Das ist nur ein Beispiel dafür, was mit schlechten Zufallszahlen bei diesem Dings hier passiert, bei diesem Signaturverfahren. Das kann natürlich dann bei allen möglichen Verfahren passieren. Ihr könnt da gerne mal dann einen Angriff oder sowas starten oder einfach ausprobieren, wenn jemand schlechte Zufallszahlen bei Verfahren XY benutzt. Ich werde jetzt hier das beispielhaft mal an diesem Verfahren machen. Da ist es nämlich besonders schön. Okay, schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Wir nehmen jetzt an, dass wir einen wunderbaren int getRandom oder sowas haben. GetRandom. Und dann return 4 oder 5 oder sowas. 4 war, glaube ich, in dem XKCD-Comic. Genau. Ja, nach dem Motto, alles absolut zufällig und perfekt sicher. Ja, ist leider nicht so, ne? Wir können uns jetzt einfach mal angucken, was passiert denn hier, wenn wir R immer gleich ziehen. Also wir nehmen jetzt an, dass R zweimal dieselbe Zahl ist, was es ja eigentlich nicht sein darf, weil die Wahrscheinlichkeit so verschwindend gering ist. Und nehmen aber an, dass wir so ein schlechtes Zufallsprodukt bekommen. Dann passiert Folgendes. Zunächst einmal sind auch die beiden Ts gleich, logischerweise. Das heißt, hier in der Signatur, dieses T ist absolut identisch zu dem von unserer zweiten Signatur. Also ich nenne das ganze Ding jetzt einfach mal Sigma. Und Sigma Stern, ja? Sigma und Sigma Stern haben dann offensichtlich dasselbe T, das nenne ich jetzt einfach nur noch T. Was mit dem S passiert, werden wir uns gleich angucken. Und Sigma Stern hat auch, besteht auch erstmal aus T. Was mit dem S passiert, gucken wir. So, das C hier. Naja, C ist der Hashwert von T und direkt gefolgt von M. Das können wir absolut nicht unterscheiden, weil hier der Hashwert von T, ja gut, okay, der ist vielleicht derselbe, aber die Nachricht wird wahrscheinlich nicht dieselbe sein. Das heißt, hier haben wir tatsächlich was anderes stehen, aber S ist hier auch mit diesem Zufallswert R. Das heißt, die einzige Variable, die wir haben, X ist ja unser Secret Key, der ist auch gleich, weil wir den mehr als einmal benutzen werden. Auch wenn er random gezogen wurde, ist er für zwei Signaturen gleich. Das bedeutet, unser S, ich kopiere das hier gerade mal hier rein, besteht aus unserem Zufallswert X den und aus Zufallswert R, die aber beide gleich sind, und aus diesem C, das nicht gleich ist. Da schreibe ich jetzt einfach mal C und, na, C Stern sollte ich vielleicht nicht schreiben, das wäre ein bisschen schlecht. Okay, also machen wir das Ganze so und schreiben hier eine 2 hin. So, und jetzt sehen wir, dass wir eigentlich nur noch zwei Variablen haben, nämlich C1 und C2. Jetzt schauen wir doch einfach mal, was passiert denn, wenn wir S1 von S2 abziehen, also das hier minus das da, quasi den Unterschied berechnen, dann steht da das hier. Modulo P logischerweise, weil wir nur in den ganzen Zahlen Modulo P uns bewegen hier, zum Beispiel mit unserem Zufallswert, aber das lassen wir mal wieder unter die Hand fallen. Und ja, offensichtlich können wir jetzt hier ein bisschen rumrechnen, nicht wahr? Wir haben ja hier das X und das R sind ja offensichtlich gleich. Übrigens wollte ich das hier in Klammern schreiben. Und das bedeutet, wir können hier tatsächlich einfach was machen, nämlich hier das Vorzeichen umdrehen, hier ein Minus hinmachen. Also, ist ja klar, dass wenn hier ein Minus steht und das Ganze in Klammern ist, dann drehe ich hier einfach das Vorzeichen um und kann die Klammer auflösen. So, jetzt steht hier plus R minus R, dann fällt unser Zufallswert R einfach schon mal komplett weg. Das ist schon mal geil. Dann kann ich das X ausklammern hier. Und plötzlich steht hier C1 minus C2 mal X. So, C1 minus C2. Naja, C1 minus C2 kann ich aber auch berechnen, weil ich habe ja T in meiner Signatur gegeben. Das macht nichts mal. Nicht mal was, dass die beide komplett gleich sind. Ich habe sowohl die Nachricht gegeben als auch das T. Das heißt, ich kann C1 berechnen und ich kann C2 auch berechnen. Also nochmal ganz kurz, das war im Prinzip, ich schreibe jetzt einfach mal gerade S. 1 minus S2 dahin. Genau, also S1 und S2 sind in meiner Signatur drin. Das heißt, die sind öffentlich, die kann ich benutzen. Das heißt, ich habe die gegeben, hier S1 gegeben, S2 auch gegeben. Und was ich vor allem auch noch habe, ich kann C1 und C2 berechnen. Und was ich dann machen kann, ist einfach, ich teile durch C1 minus C2 und zwar mein S1 minus S2
Was ich rausbekomme als Ergebnis, ist nicht irgendwas Zufälliges mit irgendeinem Random-Wert, weil dieser Random-Wert sich eben rausgekürzt hat, weil er gleich war, sondern ich bekomme direkt meinen Secret Key X raus. Das ist natürlich jetzt kein Angriff auf das Verfahren an sich, das zeigt nur, wie wichtig hier richtige Zufallszahlen sind, denn wenn ich hier die falschen Zufallszahlen benutze, kann ich meinen Secret Key ausrechnen, sobald ich zwei Signaturen habe. Ja, das wollen wir natürlich nicht und damit könnten wir natürlich auch alles fälschen übrigens. Das wollen wir natürlich nicht haben, sondern wir wollen, dass wir hier richtige Zufallszahlen ziehen. Deswegen steht hier ein R für richtige Zufallszahlen und dann ist das Ganze auch tatsächlich sicher, wie ihr hoffentlich mal als Übung bewiesen habt. Und ja, das war es eigentlich auch schon wieder von meiner Seite. Ich wollte euch bloß zeigen, wie abartig wichtig richtige Zufallszahlen sind. Okay, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao!